Während eines NATO-Manövers in Bulgarien haben US-Soldaten diese Produktionsstätte für Sonnenblumenöl im Süden des Landes gestürmt, so der Vorwurf des Besitzers, der gegen die Verantwortlichen nun Klage eingereicht hat. Ein Mitarbeiter schildert den Vorfall vom 11. Mai, der durch eine Überwachungskamera festgehalten wurde, so: Wir waren hinten und haben gearbeitet. Die anderen sagten mir, dass Soldaten eingedrungen seien. Ich sah dann, wie sie Maschinengewehre auf uns richteten. Wir hatten Angst und ich bin gerannt. Ich wusste nicht mehr, was ich tue oder sage. Kläger ist Marin Dimitrov, Inhaber des Unternehmens. Ich fühle mich angegriffen und erniedrigt, als ob wir Banditen wären, Kriminelle, obwohl wir ja nur unserer Arbeit nachgegangen sind. In einer Mitteilung hat die US-Armee nun bestätigt, dass Soldaten ein Gebäude in der Nähe eines Flugplatzes durchsucht hätten. Sie seien davon ausgegangen, dass der Bau Teil des Trainingsgeländes sei. Dann aber sei deutlich geworden, dass es sich um ein privat geführtes Unternehmen gehandelt habe. Der bulgarische Staatspräsident Rumen Radev bezeichnete den Vorfall als inakzeptabel.